In meinem letzten Virtual Reality Video war die Soundqualität ein bisschen übersteuert. Und da bei dem Video dann extrem viele von euch kommentiert haben, dass ich doch bitte nicht so ins Mikrofon schreien soll, habe ich mir gedacht, dass wir heute direkt zu Beginn. Und da die ganzen Alberns jetzt weg sind, meine Damen und Herren, darf ich euch heute recht herzlich willkommen heißen zum Drunken Barfight Simulator. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, worum es hier geht. Allerdings befinden wir uns in irgendeiner Bar, die sehr ulkig aussieht. Wir haben interessante Musik. So richtig amerikanisch. So gefällt mir die Musik am besten. So oder so würde ich sagen, schauen wir erstmal, wo wir sind. Ich denke mal irgendwo in Amerika, weil da steht Police Station. Und die Schilder sehen auch sehr amerikanisch aus. Da steht auch Police und LA. Happy Hour haben wir hier. Das ganze Spiel ist auf Englisch und halten sich alle auf Englisch. Dementsprechend denke ich mal irgendwie New York oder so. Wir haben Baseballschläger. Zum Glück keiner gesehen. Ich kann mir einen Baseball-Schläger rausnehmen? Kann ich jetzt Sachen zerstören? Yeah, I plan on moving out of my mom's place soon. She's such a pain in the ass. I wish she'd leave me alone. Those are some real nice muscles if you're 12 years old. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe einen Kampf. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich habe nicht gewonnen. Es war nicht so gemeint. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich wollte nur dein Gesicht rein. Dalai Lama. Entschuldigung. Okay, tschüss. Komm hier, geh mal raus besser. Ich glaube, das ist... Ja, oder bleibt... Ja, ich will nichts Böses. Ich wollte einfach nur chillen und den Baseballschläger testen. Es tut mir leid. Ach, der Barkeeper. Es tut mir leid. Immer wenn ich einen K.O. geschlagen habe, kommt der nächste. Wir können mal ein bisschen was anderes machen. Komm, wir nehmen mal jetzt hier so einen Stuhl oder so. Können wir noch eine Bierflasche nehmen? Los. Also, das soll nicht dumm klingen, aber ihr seid irgendwie alle ein bisschen zu schwach für mich. Ach du Scheiße. Security und ein übelster Bodybuilder. Okay, komm her! Komm her! Der hat doch schon auf seinem T-Shirt irgendwas mit Get Big or Die stehen, okay? Gott! Ich hab ein bisschen Schiss gerade. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die fallen gar nicht um! Was ist denn das? Muss ich jetzt verschiedene Runden gewinnen? Ich wollte einfach nur den Baseballschläger testen. Er tanzt schon wieder. Guck mal, ich brauch vielleicht noch so einen. Entschuldigung. Moin Leute, Trimax hier. Oh Gott. Einfach Trimax. Ach du Scheiße. Moin Leute, Trimax hier. Entschuldigung. Moin Leute, Trimax hier. Back off, man. There's a reason why. Oh mein Gott. Die Frau habe ich komplett getötet. Moin Leute, Trimax hier. Ey, Trimax, es tut mir leid. Digga, mein Baseballschläger ist zerbrochen. Ey, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ich kann jetzt nicht noch mehr hier machen. Komm, ich trinke noch einen. Au! Ah! Ah, fuck, ey! Ah! Da das in der Bar hier nicht so gut geklappt hat, würde ich sagen, folgen wir mal dem nächsten Pfeil und gehen hier vorne in den Fahrstuhl rein, wo wir jetzt die Elevator Boys verprügeln müssen. Ach, oh mein Gott. Ich bin jetzt hier auf so einer Fancy Bar. Die haben auch diese Aschenbecher. Und Champagner. Okay, hier sind Tipps. Das ist einfach Geld. Hier, ihr reichen Banker, könnt ihr noch mehr haben? Nein, sag jetzt nicht, ich habe schon wieder Streit. Warst du mal falsch im Springen? Okay, tschüss. Ciao. Oh, oh, jetzt habe ich Stress mit dem nächsten. Jetzt geht's los hier, ne? Kleiner Tom Holland, komm her. Komm her. Ich seh nichts drauf an. Ich muss einfach diese dumme Musik ausmachen, sorry. Das stört mich ja voll beim Kämpfen. So. Oh mein Gott! Ich hab dich nicht geschlagen, der war das! Ich vermöbel den für dich! Der Blödmann! Keiner soll meiner Frau zu nahe kommen hier! Du Al- Oh mein Gott, Alter,
Alter, es tut so weh. So oder so würde ich sagen, wir waren jetzt schon in der Bar da vorne, also in dieser ultigen New Yorker Bar. Wir sind nach oben gefahren mit dem Fahrstuhl zum Penthouse und haben jetzt noch das Taxi da vorne und hier vorne so ein Clowns-Ding. Vielleicht auch da vorne hier irgendwie so ein Cowboy-Club. Ich würde allerdings sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Taxi, weil ich nicht weiß, ob wir damit nach Hause fahren oder vielleicht irgendwo anders hin, zu irgendeinem krassen Club oder so. Was hat das jetzt mit einem Flugzeug zu tun? Wir sind in einem Flugzeug. Können wir mal Deutsch reden? Wir sind ja beim Deutschlandsflug. So, erstmal haben wir hier ein bisschen Champagner. Können wir uns erstmal reinsaufen. Sich auf. Jetzt können wir da auch nicht mehr raustrinken. Zum Glück haben wir hier volle Gläser. Können wir uns die reinkippen. Oh, lecker. Ausgetrunken. So, Glas auf dem Boden, so wie man das macht. Hier vorne haben wir einen Hummer. Okay. Da haben wir einen Schlagring, Feuerzeug, eine Zigarre, einen Fächer. Oh mein Gott. Wir haben einen Daumen oder so eine Schaumstoffhand. Hier vorne haben wir einen Apfel, ein Getränk. Wir haben Nüsse, Alkohol, einen Donut und einen Koffer. Das ist meiner. Ich hasse dieses Spiel. Oh, lol. Einfach Montana Black. Hier vorne haben wir Conor McGregor, so wie es aussieht. Jetzt sogar so Schlagdinge an. Oh mein Gott. Einfach Montana Black und Conor McGregor auf dem Flieger. Ach! Du, ne? Wir waren jetzt in der Bar vorhin zusammen. Blöd, Mann. Wir haben immer noch eine Rechnung offen. Hier vorne können wir unsere Person, glaube ich, so ein bisschen anpassen. Jetzt hier ein Kampf. Ach du Scheiße. Ich will dir ehrlich gesagt nicht. Der sieht auch nicht so freundlich aus. Oh! Ach du Scheiße. Ach du grüne Neune. Jetzt haben wir hier schon wieder einen Kampf im Flugzeug. Ich will gar keinen Stress mit euch. Erst recht mit Conor McGregor und Montana Black da hinten. Ach du Kacke. Weg mit dir. Ey, ich gehe hier ganz schnell raus. Aber ich glaube, wir haben mit niemandem mehr Stress. Außer mit dir. Ah, er haut auch ab. Nee, jetzt kommt der Nächste. Oh mein Gott. Ach, wer ist sie denn? Hi. Scheiße. Jetzt haben wir hier komplett Stress gerade. Hier vorne ist irgendwie... Warte mal, man kommt aus dem Flugzeug raus, hat direkt ein Schlagzeug hier um die Ecke. Okay, hier vorne ist schon Blut auf dem Boden. Mit dem hatten wir gerade Stress, aber ich glaube, er hat schon wieder vergessen mit seinem kleinen Spatzengehirn. Hier vorne haben wir TSA Tourismus, also hier muss man so die ganzen Sachen scannen, die man mitgenommen hat. Was ist das denn? Staubsauger? Das ist ein Staubsauger. Hallo, meine Lieben! Oh, Sandra! Oh mein Gott! Alter, ich habe hier wieder mit dem halben Laden Stress! Hier geht es anscheinend auch nicht los. Er da vorne. Ich laufe jetzt mal hier vorne rein. Ich glaube aber, hier kommt man direkt in den nächsten Flieger. Ach du Scheiße, die kommen alle hinterher. Hat Sandra mich gerade K.O. gehauen? Allerdings würde ich an der Stelle den Drunken Barfight Simulator jetzt auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf... Digga, es tut so weh.